Bis jetzt war jede Bierkönigin. Ja, jede bei dir in der Nähe. Ja, und die haben es alle gut hingekriegt. Also deswegen bin ich guten Mutes, dass das auch dieses Jahr auch wieder gut passt. Und sie haben ja schon gesagt, sie haben schon angezapft. Und jetzt schauen wir mal, ob die Technik noch gut verfeinern werden. Und wenn sie irgendwann mal nicht gescheit hinhaut, dann können sie immer sagen, ich habe welchen Trainer gehabt. Also wie bei der Fußfahrt. Ja, der Walter hat es schon gesagt. Schützen werden wir jetzt noch nicht. Noch nicht, spritzt ja nicht. Gewisse Fachausdrücke sind eigentlich sind wichtig zu kennen. Unser Holzfass ist ja eigentlich ein ganz tolles Gebilde, hält sehr lang. Wir haben Holzfässer, die sind schon 40 Jahre alt, wenn man die gut pflegt, sind immer noch in einer sehr guten Qualität und halten wirklich sehr, sehr lang. Holzfass besteht aus den Eiche, sogenannten Fassdauben. Es ist sehr dick, im Gegensatz zum Beispiel zum Weinfass oder Whiskyfass. Warum? Weil der Bier Kohlensäure hat und entsprechende Druckfestigkeit haben muss. Dann sind hier die Ringe, die sind hier bloß draufgesetzt, also sie sind nicht verschraubt. Die Nieten sind nur, dass die Ringe zusammenhalten. Also das Fass ist selber nur unter Spannung sozusagen in den Ringen drin. Dazwischen ist Schilfgras, also wirklich Schilf zum Abdichten. Und innen ist das Fass ausgekleidet mit einer Pechschicht, damit das Ganze auch dicht ist. Das Fass selber, also in dem Fall jetzt ein 50 Liter Fass, hat drei Öffnungen. Das sogenannte Spundloch, da wird das Fass gereinigt und befüllt. Dann haben wir hier unten das Zapfloch, das Wichtigste für uns heute, dass man hier anzapft und nicht hier. Es funktioniert hier vielleicht auch, aber da wird das Fass erhalten. Also macht nicht viel Sinn. Und dann haben wir hier oben noch ein Belüftungsventil. Das kommt dann zum Schluss, wenn das Bier dann ausgeschenkt wird, damit das Bier auch laufen kann. Man muss das Fass hochziehen und dann hat man hier den sogenannten Pfeifer, der man praktisch dieses Ventil dann aufmacht. Ja, der Walter König hat schon gesagt, der Schlegel, ja, hat ein gutes Gewicht, braucht man auch, weil man braucht schon eine gewisse Schlagkraft beim Anzapfen. Dann haben wir den Wechsel, sogenannter Kühlkettenwechsel. Ja. In diesem Fall ist er geschraubt. Früher waren die Kühlkettenwechsel, oder gibt immer noch, die sind nur gesteckt. Ja. Was den Nachteil eventuell hatte, wenn man den nicht gescheit festgehalten hat und man hat einen Druck auf dem Fass, dass dieser Küken, dieses Teil hier rausgesprungen ist, eigentlich entgegengekommen ist. Okay, gleichzeitig mit einer Bierdusche, das hat dann gleich gekühlt. Ja. So, das wären schon mal die Fachausdrücke. Genau, das haben wir noch. Das ist der Schrödel. Ja, den werden wir öfter jetzt in die Hand nehmen müssen, weil wir, wenn wir das Fass wieder verschließen, werden wir immer wieder einen neuen Schrödel setzen können, damit wir wieder anzapfen können. Also jetzt nicht so locker, sondern man braucht schon, schon fest zugreifen. Und der Daumen gehört hier rein. Zum einen, früher bei den Steckenwechseln, vielleicht sind sie mal in einer Situation, wo sie einen Steckenwechsel haben, dass er halt nicht rauskommt. Und zum anderen, das ist immer eigentlich einfach zu wissen, wenn zu der Daumen drin ist, ist der Wechsel zu. Normalerweise würde man vielleicht meinen, zu würde er absperren, ja, so ist der Wechsel offen. Ja. Viele probieren das dann immer aus, wir haben es vorhin kurz angesprochen, die blasen da so rein. Wir wollen das nicht, ja, weil es einfach unhygienisch ist. Und ich sage mal, als Fachmann oder Fachfrau weiß man, wenn ich ihn so in der Hand habe, ist der Wechsel zu. Also das ist eigentlich ganz einfach zu merken. Beim Anzapfen selber, ich zeige es jetzt einfach einmal, mal richtig festhalten und komm du ruhig näher, ja, du musst möglichst nah beim Anzapfen ist ja auch nicht zu nah, weil es ja leicht. Genau. Weil sie so nicht so ausholen, ja, außer die Presse ist zu aufdringlich, Entschuldigung. Dann kann man es vielleicht mal so machen. Ja, ansonsten wirklich kurze Ausholbewegung, aber schon mit Kraft. Und dann etwas locker so stehen, offene Beine stellen, so dass man ein bisschen einen festen Stand auch hat. Ja, und dann diese Ausholbewegung. Nicht so, ja, da ist man zu instabil im Handgelenk. Der Wechsel selber soll auch möglichst plan aufsitzen, ja? Und dann wird man wirklich, ja,
wirklich mit Kraft. Nein, und wenn man sich unsicher ist, lieber nach einem dritten Schlag. Ja? Die Diskussion, brauchen wir ein oder zwei oder drei Schläge, für mich immer ganz lustig, interessant. Ich sage mal, wichtig ist, dass danach das Bier gescheit rauskommt. Ja? Und lieber ein Schlag mehr als zu wenig. Und ich sage auch, ein Schlag, fast mit einem Schlag anzapfen, funktioniert manchmal, ist aber aus unserer Sicht unprofessionell. Der Sicherheitsschlag gehört dazu. Ja? Also, wenn einer sagt, der wäre doch beim ersten Mal schon gescheit drin gewesen, dann würde ich einfach sagen, ich habe das so gern, ein Sicherheitsschlag ist wichtig, weil es ist schon passiert, man hat ihn auf einmal anzapft, dann sagt man, oh, zapft es, ja, wichtig, geht weg und auf einmal haut es den Wechsel aus. Ja, wenn da richtig Druck drauf ist, das Bier ein bisschen wärmer ist, geschüttelt, man weiß ja nie, was davor passiert ist, auf einmal haut es den Wechsel raus. Ja? Und das ist dann mischen. Also lieber sowas zu vermeiden und dann lieber nochmal drauf haben. Ja? Zwischen dem ersten und zweiten Schlag ist mir so ein ganz stark. Und was ich ganz stark empfinde, ist auch, was ich hier nochmal empfinde.